Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bemanji Drive. Und wisst ihr, wie die Leute in Tokio leben? Fast and Furious! Wir sind heute auf der wunderbaren Fast and Furious Tokyo Drift Map. Und ja, die Map, wo sie dann aus dem... Warte, haben wir den Aufzug hier? Wo ist der Aufzug? Ich will den Aufzug finden, wo die hochkommen. Sieht man den Aufzug auf dem... Das ist ein Assetto Corsa Port, wie man ihn getestet hat. Downloading ist unten in der Videobeschreibung. Wo die schöne Szene haben, wo so... Wofür steht DK? Donkey Kong? Haha, Drift King. What do you mean, Drift? Mit dem schönen südlichen Akzent. Jedenfalls! Das könnte ganz cool werden. Wir haben den Driftwagen, damit wir richtig schön groß sehen, während wir absolut in die Wände knallen, weil ich nicht fahren kann. Und, ja, auf geht's! Oh Gott. So. Mal schauen, ich bin die Strecke noch nie gefahren. Und keine Ahnung, wie das so ausgeht. Werden wir schauen. Hier geht's schon mal rechts. Oh, wow. Enger als ich dachte. Um einiges enger als ich dachte. Warte, wir fahren jetzt gerade in die falsche Richtung, oder? Wir fahren absolut in die falsche Richtung. Aber der eine Pfeil zeigt ja doch in die Richtung. Ach so, das war der Pfeil vom Parkhaus und nicht der Pfeil von der Strecke. Egal, dann fahren wir halt hier lang. Es gibt mehrere Ebenen. Huhu. Ich glaube, hier fängt der Kurs an, oder? Da wollen wir mal kurz umdrehen. So. Okay, starten wir mal von hier. Ja, das sind die Parkkurse. Ach, keine Ahnung. Was auch immer. Wir fangen mal von hier an, weil hier sieht das eher so aus, als würde das der richtige sein. Das war definitiv nicht richtig, darunter zu schalten. Ja, also es gibt mehrere Ebenen. Wir können aufs Dach und so weiter rauf, genauso wie im Film. Und wie gesagt, das ist ein Assetto Corsa Port. Miserabel war das. Oh mein Gott. Das ist ein Assetto Corsa Port. Also, ganz cool sollte das sein. Und sieht soweit ganz nett aus. Das ist natürlich keine extrem Grafik oder so. Aber es reicht auf jeden Fall, wenn man driften will. Und ja, es gibt momentan einen Modder, der packt so viele Driftmaps raus. Also wir hatten ja die eine Driftmap vor ein paar Wochen schon gehabt. Und das ist der gleiche. Ich glaube, der hat jetzt schon 4 oder 5 Driftmaps rausgebracht. Alle richtig gut. Und ich werde euch eigentlich nicht mit zu viel Driftmaps vollladen, weil ich weiß, nicht jeder von euch mag unbedingt driften. Aber die Tokyo Drift, das Tokyo Drift Parkhaus, das muss schon sein, oder? Da kommt man nicht drum herum. Und ja, ich versuche mein Bestes, nicht scheiße zu sein im Driften. Au, au. Die gute alte Bemanji-Regel. Sobald ich sage, dass ich versuche, nicht zu scheitern, scheitere ich. Jedes Mal so. Weiß nicht warum. Das ist irgendein physikalisches Gesetz. So. Wollen wir hier nochmal kurz rum. Danke übrigens an alle. Einige von euch haben gestern schon in das Video reingeschaut. In die neueste POV-Fahrt. Und mir super damit geholfen, da Videos drauf zu kriegen, sodass wir bald neue Fahrzeuge kriegen können. Also nochmal riesen Dank an alle von euch, die da reingeschaut haben. Wie gesagt, hilft mir echt unglaublich viel weiter. Und wenn ihr noch nicht reingeschaut habt vielleicht, wenn ein paar von euch nicht reingeschaut habt, keine Sorge. Am Ende des Videos, auf der rechten Seite, im Endscreen, findet ihr das Video, wenn ihr da noch reinschauen wollt und mir noch ein bisschen helfen wollt. Das wäre super von euch. Danke. So, wir sind währenddessen auf der Parkgarage oben angekommen. Und geht's hier noch weiter? Hier rum. Es geht tatsächlich, das ist ein Rundkurs sozusagen. Ich glaube, das ist sozusagen ein Rundkurs, oder? Fast ein Walltap. Hier links rein. Das Gute ist, die meiste der Strecke kann man im zweiten Gang machen. Das war fast verkackt. Ab und zu gibt es mal ein paar erste Gang-Sektionen. Das hier ist fast eine erste Gang-Sektion. Mal schauen. Komm. Na, okay, da habe ich ein bisschen den Flow verloren. So, Pit. Ach, okay, die sind sozusagen für der Seite Corsa hinzugefügt worden. Und das war eine Runde, die wir nicht komplett geschafft haben. Wir sind gescheitert. Mal schauen, ob wir eine komplette Runde schaffen können. Ach so, das hier ist sozusagen Pit-Exit. Okay, neben uns gewesen. Komm schon, raus mit dem Heck. Na, muss ich hochschalten. Okay, bremsen. Klatschkicken ein bisschen, um die RPMs hochzuhalten. Darum. Aber ist eine geile Map. Gefällt mir gut. Macht Spaß zu driften, ist nicht zu eng. Das heißt, man kann durchaus. Es ist nicht nur für die krassesten Pros, aber gleichzeitig, dadurch, dass überall. Wir haben Spiegel verloren. Objekte sind, fühlt man sich doch ziemlich krass, wenn man das macht. Also schon, geile Map. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Und wenn ihr auch nur minimales Interesse am Driften habt, downloadet ihr euch. Kann ich nicht mehr zu sagen. Wollen wir mal crashen? Wollen wir mal crashen, damit wir unsere Crash-Quote hier halten, ne? Sonst ist unsere Versicherung noch enttäuscht. So. Okay, einmal hier rum und dann crashen wir mal rein. So, gucken wir mal. Crashen wir mal einfach hier gegen den Pfeiler gegen.
Okay. Da kann man doch mehr crashen können. Oh, meine. Meine Abdeckung für meine Webcam ist gefallen. Aua. Danke übrigens an STT-Gamer. Abgesehen davon, dass du immer wieder super aktiv auf dem Kanal bist und seit langer Zeit dabei bist. Schade nicht. Aber du hast ja auch die neue Maske geholt. Du hast die Ghost-Logo-Maske geholt. Sieht super aus, aber wollte kein Bild schicken von sich mit der Maske. Kein Problem. Aber schönen Kanal, den du da am Hintergrund aufmachst. Ich glaube, von dem sollte man jedes einzelne Video gucken, liken und abonnieren. Wenn ihr auch eine Maske haben wollt und in BeamNG sein wollt, in der BeamNG-Folge, Link ist unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch die Maske bestellen. Judy, ich glaube, wir wechseln aber mal den Wagen. Oder gehen wir mal hier zu Pit, also zu Boxengasse. Wo haben wir sie? Etwas verwirrt, gebe ich zu. Hier. Genau, das ist Pit. Wunderbar. Stehen wir hier mit unserem Assetto Corsa Mannequin, sage ich mal. Bestimmt. Was kann man denn noch so driften? Was könnte man driften? Irgendwas. Hatte der Hopper eine Drift-Variante? Das wäre ein bisschen verrückt, aber ich will es eigentlich mal probieren. Drag? Sieht nicht so aus. Wäre auch ein bisschen komisch, aber wer weiß. Mit dem ganzen Mods, die wir drin haben bei BeamNG, da weiß man nicht mehr genau, was gehört. Bowlight. Bowlight ist nicht einfach zu driften. Aber ein geiles Ding. Wir probieren es mal. So. Kann man das Licht da an, die Lichter anmachen, damit es cooler aussieht. Wollte ich absichtlich machen. Ich wollte nicht zu früh losfahren. So, jetzt muss ich sozusagen denken, alle Zuschauer müssen erstmal denken, dass man richtig miserabel ist. Und dann klatscht man das Ganze richtig. Gewichtsreduzierung. Einzig und allein Gewichtsreduzierung. Habe ich gemerkt, dass es beim Driften noch nicht ganz so perfekt klappt. Und deswegen musste ich die Front kurz machen. Reifen aufwärmen. Ich habe nur die Reifen aufgewärmt. Alles ge... Der Wagen ist ganz klar kaputt. Muss am Wagen liegen. Ich würde ja einzig und allein perfekt driften. Aber irgendwas an dem Wagen ist leider kaputt. Ja, muss der Wagen. Muss definitiv, ja. Wir haben doch noch mehr Drift-Varianten. Warum finde ich keine Drift-Varianten? Verarsch mich nicht. Ich weiß, wir haben Drift-Varianten. BRZ. Sag mir, was du kannst. Ach, die mochte ich aber nicht, ne? Dann nehmen wir trotzdem mal die. Nur die richtige Drift-Variante, die Rennstrecken-Drift-Variante. Nicht die Street-Drift. So, mal schauen, wie das Ding. Auf jeden Fall gute FPS. Genau, das Heck war so blöd snappy. Das mag ich schon mal gar nicht. Das Heck ist zu snappy. Der hat an sich schon mal viel Grip. Untersteuert und dann kommt das Heck rum, aber dann fängt sich das Heck sofort wieder und. Ich glaube, da fange ich die. Ich glaube, ich kann die beste, die normale Drift-Variante schon besser. Die normale BRZ-Variante kann ich besser driften. Probieren wir mal die Street-Drift-Variante aus, sollte ein bisschen weniger Grip haben, was uns helfen sollte. Da war ich jetzt tatsächlich eher fokussiert aufs Schalten. Ich kann den 200 BX ziemlich gut driften, okay? Den ganzen Rest kann ich nicht driften. Lass mich in Ruhe. Ich versuch's, okay? Ich bin ja nicht Drift King. Ich bin nicht DK. So. Capstand. Interessanterweise gibt's keine Schatten, merke ich gerade. Deswegen wirkt die Map ein bisschen falsch. Dass es keine Schatten gibt. Das ist blöd. Schaffen wir aber. Ja, der driftet. Nee, ich sag's nicht. Okay, ich sag's. Der driftet sich doch viel einfacher. Als. Die nicht Street Drifter, die normale Drift-Variante, sag ich mal. Einfach dadurch, dass es hier Straßenreifen sind, glaube ich mal. Die verlieren früher den Grip und ein bisschen sozusagen ein bisschen natürlicher, sage ich jetzt mal, im Sinne von die knallen. Also man spürt früher, es ist ein fließenderer Verlust, sage ich mal, das Dings, ne? Linearerer Verlust. Des Scripts, während bei den Rennreifen, bei den Slicks oder so, die wir drauf haben, auch wenn es irgendwelche speziellen Driftreifen wahrscheinlich sind, aber trotzdem, die knallen plötzlich weg und das ist sehr schwer damit zu arbeiten, wenn man es nicht gewöhnt ist. Deswegen bevorzuge ich die Straßenreifen. So, das ist jetzt der trickige Teil. Aber, ach, das hätten wir sogar fast, glaube ich, geschafft. Egal, dann driften wir halt mit unserem Heck, mit der Heckstoßstange. Einmal ein bisschen weg, jetzt sind wir dran. Jetzt wieder weg. Einmal rum, einfach
durchziehen, damit wir nicht runterschalten müssen. Okay, also der hier geht zu driften. Wenn ich mich ein bisschen mehr einfinde mit dem, kann ich bestimmt auch mehr machen. Nochmal ein Kick dagegen. Runter. Transition nach rechts. Transition nach links. Nee, aber ihr seht, ich bin einfach kein Drift King. Noch nicht. Ich muss daran noch arbeiten. Jedenfalls. Coole Map. Gefällt mir. Macht mir richtig Spaß, hier zu driften. Ich bin einfach nur nicht der beste Drifter. Tut mir leid dafür. Ja. Aber viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn ihr einen Wunsch habt, schreibt mir unten in die Videokommentare. Da unten. Unter euch. Ihr müsst nur hoch swipen. Aber denkt dran, nicht nach ganz unten swipen. Das ist ja mittlerweile dazwischen seit ein paar Monaten. Passiert mir immer noch, dass ich viel zu weit snipe. Swipe. Masken gibt es unten in der Beschreibung. Und die POV-Fahrt findet ihr gleich rechts. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer GCD. Ciao.